dann kam ja diese berühmte Koks-Affäre. Und wenn Sie sich jetzt mal so zurückerinnern an Ihre 40 Jahre FC Bayern, mir haben Kollegen gesagt, dass Sie selber sagen, diese Zeit, das war mit das Schlimmste, was Sie überhaupt je, vielleicht auch der einzige Moment, wo Sie wahrscheinlich mal gedacht haben, ich habe die Schnauze voll, ich schmeiße den ganzen Krempel hin. Vielleicht muss man es einfach noch mal kurz sagen, Christoph Daum sollte Bundestrainer werden. In einer Münchner Zeitung stand, vom verschnupften Bundestrainer war die Rede. Sie haben gesagt, das kann nicht unwidersprochen in der Zeitung stehen. Ich bitte da um Aufklärung. Daraufhin hat Christoph Daum diese Haarprobe abgegeben mit dem Satz, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und danach war für Sie, glaube ich, 2 Wochen lang, bis das Ergebnis der Haarprobe kam, die Hölle auf Erden, kann man das so sagen? Ja, das ist zu sehr komprimiert. Vielleicht darf ich 2 Dinge sagen. Ich hatte gesagt, wenn das so ist, also wenn er Kokain nimmt, das hatte ja ein Journalist, der leider verstorben ist, geschrieben, wenn das so ist, dann kann er nicht Bundestrainer werden. Wenn das so ist, hat er weggelassen. Und dann sah es zumindest in der Öffentlichkeit so aus, dass ich gesagt hätte, er würde Kokain nehmen. Das hat sich dann herausgestellt, dass ich das eben nicht so gesagt hatte. Trotzdem war die Lawine am Laufen und es war nicht zu stoppen. Ich habe damals das vollkommen unterschätzt in den ersten Tagen. Ich war 3 Tage nicht da bei der Trainingslagersuche auf Mallorca für das Wintertrainingslager. Und als ich zurückkam, war in Deutschland die Hölle los. Da war ein mediales Feuer auf mich und meine Familie hereingebrochen. Das habe ich nie vorher, nie nachher erlebt. Und ich war wirklich der Verräter der Nation, weil der zukünftige deutsche Bundestrainer hier angeblich diffamiert wurde. Und wenn Christoph Daum nicht so bescheuert gewesen wäre, eine Haarprobe zu machen, dann hätte ich das Spiel nie gewinnen können. Aber der war offensichtlich so verwirrt von all dem Zeug, dass er geglaubt hat, er gewinnt das Spiel auch so, ja? Und als er dann wirklich diese Haarprobe rauskam, die er nicht machen hätte müssen, kein Mensch hat ihn da gezwungen, der Rainer Kallmund, der ja auf seiner Seite lange Zeit war, der rief mich an dem Freitagnachmittag, ich werde es nie vergessen, ich kam aus Frankfurt, bin gelandet, am Wochenende sollte eine Aussprache zwischen Meyer Vorfelder, dem Anwalt von Daum und mir stattfinden, wo die andere Seite von mir Schadenersatz haben wollte. Und da ruft mich der Kallmund an und sagt, stell dir mal vor, der Verrückte hat einen Wert, sowas haben die noch gar nicht gemessen. Ja? Und dann hat sich erstmal der Rainer Kallmund bei mir entschuldigt für all das, was da war. Es war ja wirklich, ich habe ja Briefe gekriegt, solche Mengen und 99% negativ, was ich nie vorher, nie nachher. Ich glaube, meine Bombendrohung, glaube ich. Einer hat geschrieben, dich haben sie auch in Dachau vergessen. Einer hat 10.000 Euro geboten, wenn sie mich in Schalke von der Bank schießen. Und so weiter und so fort. Das waren unglaublichste Dinge. Weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, was es heißt, wenn du ein ganzes Volk gegen dich hast. Ja? Und stellen Sie sich mal vor, der hätte diese Probe nicht gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Also stimmt das, das war die schlimmste Zeit. Weil ja, wer sowas erlebt, der denkt auch über Aufhören nach. Absolut. Oder? Meine Familie. Meine Kinder, die waren teilweise ja schon aus dem Haus, die sind zurückgekommen, haben in den Tagen dann bei uns gewohnt, weil die Familie sehr eng zusammengerückt war, weil sie gemerkt haben, jetzt braucht uns der Alte. Und das hat mir auch, war auch dringend notwendig. Wenn ich das jetzt so höre, ist es für Sie trotzdem denkbar, Christoph Daum irgendwann mal zu verzeihen? Ich würde mal so sagen, wir haben uns ja in der Zwischenzeit ein paar Mal getroffen. Wir haben uns auch, ich habe ihm auch die Hand gegeben, aber dass ich mich jetzt mit dem irgendwo in aller Ruhe in eine Ecke setze und ein Glas Bier trinke, das wird es wohl nicht geben. Weil ich glaube, dass er wissentlich damals bereit gewesen ist, mich und meine Familie zu zerstören. Und das kann man eigentlich für nichts auf der Welt in Kauf nehmen. Und deshalb wird es da nie eine Chance geben, dass ich so Business as usual mit ihm machen kann. Auch mit Lothar Matthäus gab es jahrelang Streit und einen legendären Satz. Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Doch das ist längst ausgeräumt von beiden Seiten. Ja, man macht Fehler im Leben und ich habe ja auch nicht gesagt, dass alles richtig war, was ich gemacht habe. Bin damals ganz sicher auch ein bisschen falsch beraten worden. Ja, und aufgrund dessen ist es also dann das eben... mit der Klage zum Beispiel, mit der Klage, das würde ich nicht mehr machen. Aber wie gesagt, es waren Leute, die sich vielleicht dann auch ein bisschen im Vordergrund spielen wollten in meinem Umfeld und haben sich natürlich, sagen wir mal, hinter mich gestellt
und wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich diesen Schritt dann auch bewilligt habe. Und deswegen kam es dann eben zu dieser Auseinandersetzung mit dem FC Bayern. Es war ja keine persönliche Auseinandersetzung mit Uli, aber man hat ja vorher gesehen, wie Uli für seinen Verein fightet, wenn jemand was gegen den Verein tun will. Und das hat er ja auch da eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das kann man sagen, das Greenkeeper-Zitat, das hat also mittlerweile auch gekutscht. Ich muss jetzt auch sagen, wenn man das jetzt so isoliert sieht, dann wirkt das schon von mir überzogen, weil man muss aber das, wenn man das mit einigem Abstand sieht, dann sieht das überzogen aus und auch teilweise unberechtigt. Man muss das aber immer in den Kontext sehen, aus der Zeit, in der das ist. Wenn ich sowas sage, dieser eine Ausspruch da, der mir auch heute leid tut, der ist aber gemacht worden in einer Phase, wo Lothar relativ lange... Sie meinen den Greenkeeper-Spruch? Ja, wo Lothar relativ lange Spieler von uns kritisiert hat, aus meiner Sicht unberechtigt. Und dann kommt dieses Kluckenverhalten, ja? Dann versucht man den Verein zu schützen und was ist die beste Verteidigung, ist der Angriff, ja? Und dann kommt sowas dabei raus. Und in der anderen Geschichte, das hat mich wirklich gestört mit seinem Abschiedsspiel, weil ich glaube, er hat ein tolles Abschiedsspiel hier gehabt, mit einer tollen Atmosphäre, mit einem fantastischen Fest, mit Zuccaro als Weltstar, als Abendgast. Und dann hat es uns schon geärgert. Und das glaube ich ihm hundertprozentig, dass es nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Da hat er so ein paar Anwälte gehabt, die versucht haben, sich über uns auf unserem Rücken zu profilieren, denn wenn man so ein Riesenfest macht und dann geht es um ein paar zigtausend Euro, dann tut man das nicht, dann setzt man sich zusammen und dann findet eine Lösung und ich glaube, da wäre auch besser beraten gewesen, aber ich sehe, das ist für mich erledigt, ich bin nie einer gewesen, die Sache Daum oder auch vielleicht Willy Lemke sind vielleicht die einzigen in diesem ganzen Bereich aus 30 Jahren, die da übrig geblieben sind, wo ich ein bisschen nachtragend bin, aber ansonsten habe ich viele Schlachten geschlagen. Aber mit allen habe ich irgendwie wieder ein vernünftiges Verhältnis, weil ich im Prinzip ein Mensch bin, der sehr emotional reagiert, kurzfristig, aber auch nicht nachtragend ist. Und deswegen ist von meiner Seite aus da nichts übrig geblieben. Also ich kann sozusagen festhalten, Sie beide vertragen sich wieder, sind sogar fast ein Fall für den Herzblatt-Hubschrauber. Sehen Sie gleich im Audi Star Talk Uli Hoeneß am Basketballkorb und Bastian Schweinsteiger teilt aus. Dranbleiben!